Was zur Hölle mache ich hier? Warum habe ich ein Telekom-Shirt an und kein Gaming-Shirt? Und was ist das für ein wild blinkendes Ding da neben Ihnen? Die Fragen werden beantwortet nach dem Vorspann. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen auf eurem Review-Kanal. Ihr merkt schon, ihr seid hier ganz richtig, das ist nicht der falsche YouTube-Kanal. Ihr könnt dranbleiben, bitte nicht umschalten. Das hier ist der Kanal für deutschsprachige Reviews aus dem wunderbaren und bunten Bereich der Fiktion und Fantasie. Hier, wo es normalerweise immer um Gaming, um Spielzeug, Lego, Filme und sowas alles geht. Und da seid ihr jetzt auch völlig richtig. Aber es geht heute tatsächlich mal wieder, ein zweites Mal, um ein Telekom-Produkt. Deswegen das Shirt. Und um Technik, und zwar dieses wild blinkende Ding hier. Das ist nämlich ein ziemlich cooler Router der Telekom, und zwar der SpeedPort Pro Gaming Edition. Ihr hört richtig, ein Router, der speziell fürs Gaming ausgelegt ist. Und das betrifft so zwei Hauptfaktoren. Und da wir alle mega Gaming begeistert sind, dachte ich, passt das auf jeden Fall gut auf den Kanal. Ich sitze hier gerade in einem etwas ungewöhnlichen Setting. Zum einen natürlich, weil ich den Router euch zeigen möchte. Zum anderen aber auch, weil es das Setting ist für das Video, was ich zusammen mit der Telekom und mit dem Projekt Initiate der Telekom aufgenommen habe. Und zwar für den YouTube-Kanal Tech Bunker. Und der ist ziemlich cool, da solltet ihr als Technikinteressierte auf jeden Fall mal reinschauen, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Der Tech Bunker ist ein YouTube-Kanal, der sich eben mit technischen Spielereien beschäftigt und das einfach mal vorstellt. Und da war ich eingeladen und da könnt ihr auf jeden Fall dann entsprechend das Video auch nochmal euch anschauen, wo nochmal genau die technischen Specs des Routers beleuchtet werden. Ich möchte euch heute einfach mal den Router ein bisschen vorstellen und eben einfach sagen, was da so hintersteckt, dass ihr euch mal Gedanken machen könnt, ob ihr das haben wollt oder nicht. Denn ich kann mir auch vorstellen, wenn das nicht noch ganz groß umworben wird, dass dann letzten Endes das Ganze vielleicht dann wirklich an einem vorbeigeht. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Denn das ist ein ziemlich cooles Ding, was es eben nur limitiert gibt. Das heißt, der SpeedPort Pro, das ist tatsächlich ein Standardrouter, den ihr jederzeit bekommt bei der Telekom. Aber der sieht nicht so geil aus wie dieses Teil hier, denn das hat eben ein halbtransparentes Gehäuse und eben diese LED Ambilight Geschichte und sieht dadurch einfach nur mega cool aus und macht sich auch super gut im Gaming Room. Und den gibt es halt in der Form tatsächlich nur limitiert, und zwar eben ab August, ich glaube ab dem 2. August, um genau zu sein. Und dann könnt ihr euch das Gerät kaufen. Es liegt bei 399 €, ist zugegebenerweise ein etwas gesalzener Preis. Aber ob sich das auszahlt oder nicht, das wollen wir heute auf jeden Fall mal in der Review zusammen rausfinden. Also lasst uns mal durchstarten und einfach mal einen genauen Blick drauf werfen. Für alle, die jetzt zugeschaltet sind und sich denken, ich muss jetzt nicht alles sehen, mich interessieren nur bestimmte Themen, dann kein Problem. Schaut mal unten in die Playliste oder in die Beschreibung. Da habt ihr die Möglichkeit, das Kapitel auszuwählen, was euch interessiert. Und braucht dann nicht eben alles sehen, sondern könnt dann eben entsprechend da einfach reinspringen. Wenn ihr so drüber geht über die Playliste, seht ihr auch, was für ein Thema das gerade ist. Da klickt ihr dann rein und dann seid ihr drin. Oder ihr habt Bock auf das ganze Video, dann heißt es zurücklehnen und los geht's. Ja, wir starten wie in den meisten Videos mal mit einem Let's Show. Das heißt, wir gucken uns den Router mal ein bisschen genauer an. Und da sieht man dann auch schon, wo die Unterschiede bestehen. Die technischen Specs, da werden wir einzelne auf jeden Fall mal von durchsprechen. Aber wir gehen da nicht so sehr ins Detail, weil dann habt ihr noch den Tech Bunker zu schauen und alle einzelnen
Informationen, die ihr haben möchtet, findet ihr natürlich auf der Internetseite der Telekom. Das, was den Router eben, wie gesagt, besonders macht, ist auf jeden Fall diese Ambilight-Beleuchtung. Jetzt habe ich hier dieses sehr wilde Setting. Ich kann hier durch Drücken auf die Taste die Beleuchtung halt ändern. Jetzt habe ich an der Stelle die Standardbeleuchtung, die quasi bei einem SpeedPod Pro Standard ist. Und das ist jetzt das Grundsetting, womit der Router auch startet, wo dann so ein bisschen Knight Rider-mäßig oder wie auf der Brücke der Enterprise jetzt hier die Lampen so hinterher leuchten. Und da hat man doch schon sehr schön dieses futuristische Design, ne? Wir haben hier effektiv eben diese LEDs, die nicht nur hübsch sind, sondern effektiv auch anzeigen, wenn irgendwas mit dem Router nicht in Ordnung ist. Wenn er irgendwie eine Information braucht, eine Verbindung braucht oder ähnliches oder kein Internet bekommt, dann ändert sich das Ganze hier natürlich und kriegt eine andere Färbung. Sonst ist es standardmäßig eben dieses Pulsieren, das jetzt hier vorne angezeigt wird. Dann haben wir unten noch zwei Knöpfe, die nicht nur hübsch beleuchtet sind, sondern das hier ist oben der WLAN-Knopf. Und das hier unten ist der WPS-Knopf, beziehungsweise der Plus-Knopf sozusagen auf dem normalen Router, womit ich dann eben andere WLAN-Geräte anbinden kann. Also alles da, was der Standard-Router auch kann. Aber dann geht es noch so ein bisschen weiter, denn wenn wir mal schauen, hier oben haben wir eben auch so halbtransparent so eine kleine Klappe. Und wenn wir die einmal öffnen, dann haben wir hier die Informationen des Routers, wie er voreingestellt ist und wie wir entsprechend auch auf die Konfiguration des Routers kommen. Aber das Allercoolste ist, wir haben hier einen QR-Code. Und wenn ich diesen QR-Code scanne, dann verbindet er sich automatisch quasi mit dem Router, damit ich ihn direkt einrichten kann. Also ich nehme mein Handy, scanne den QR-Code und dann bekomme ich die Möglichkeit, mich mit dem Router zu verbinden. Und dann bin ich drin und kann eben die Einstellung selber machen, wenn ich möchte. Muss ich aber eigentlich gar nicht. Denn insofern ihr eine Leitung der Deutschen Telekom habt, könnt ihr den Router einfach nur anschließen, wartet ungefähr 5 Minuten, bis er eben dieses schöne Pulsieren hier zeigt und dann ist er fertig verbunden. Dann ist alles da. Wenn ich da noch mein WLAN-Passwort ändern möchte oder lustige WLAN-Namen vergeben möchte, wie unser WLAN, der heißt LAN Solo. und das 2,4 GHz Netz heißt in einem LAN vor unserer Zeit. Ganz stolz auf diese Namensfindung. Könnt ihr dann dementsprechend auch dann einstellen natürlich. Und da hilft der QR-Code auf jeden Fall sehr. Ja, das ist halt das Thema Beleuchtung und Nutzbarkeit, was das betrifft. Jetzt versuche ich ihn mal ein bisschen zu drehen. Ich habe es, um echt zu sein, noch nicht geprobt. Hier hängen die Kabel natürlich noch dran. Hier auf der Rückseite, da gehört auch eine Klappe zu, die habe ich jetzt mal abgenommen. Da haben wir noch zusätzliche Anschlüsse. Das heißt, die eigentlichen Router-Hauptanschlüsse, die ihr so kennt, die befinden sich hier ganz unten. So ein bisschen versteckt, damit es nicht im Weg ist. Und hier sind aber nochmal Zusatzanschlüsse. Da habe ich zum Beispiel USB. Da kann ich also einfach mal meinen Switch-Controller dran laden oder PlayStation-Controller oder Headset oder was auch immer. Also einfach mal zwei Power-USB-Anschlüsse, beides High-Power-USB, also ne, könnt ihr eben alles anschließen letzten Endes. Und dann haben wir hier noch den internen ISDN-Anschluss, auch eine ziemlich coole Sache, wenn man noch irgendwie eine ISDN-Verkabelung hat. Eine Sache, die von unseren Kunden, wie ich weiß, aus Erfahrungen beim technischen Service oft haben wollten. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, die Telefonie hier anzuschließen. Da gibt es sonst keinen Stecker. Das hätte nämlich wahrscheinlich ein bisschen unschön ausgesehen. Aber da kann ich dann einfach hier dieses Kabel reinstecken, das dann auch dabei liegt. Es liegen sowieso extrem viele Kabel bei. Und dann habe ich auch meine klassischen Telefonanschlüsse, wenn ich das auf diese Art und Weise nutzen möchte. Und wie gesagt, dass hier unten die Kabel so ein bisschen verborgen sind, ist zwar ein bisschen schwieriger zum Einstecken, aber auch eine coole Sache auf jeden Fall. Ne? Also da kann man sich da letzten Endes nicht beschweren. Da wird auf jeden Fall die Form gewahrt, sage ich jetzt mal. Also sieht cool aus und hat wirklich alles an Anschlüssen, was man sich nur wünschen kann von einem Router. Richtig schickes Ding. Und wir machen nochmal eine kleine Kamerafahrt um den Router und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal so ein bisschen aus der Nähe anschauen. Aber so ein bisschen begleitet, dachte ich, können wir auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Der SpeedPod Pro Gaming Edition überzeugt auch bei näheren Hinblick natürlich vor allen Dingen durch seine LEDs. Und ich kann hier durch Drücken der vorderen Taste für 2 Sekunden auch zum Beispiel einfach die Farbe wechseln. So habe ich jetzt erst grün in der Standardausführung, dann habe ich jetzt hier mein pulsierendes Licht in blau. Und wenn ich weitermache, kriege ich noch orange. Und wenn ich dann nochmal weitermache, dann kriege ich natürlich den geilsten Modus, den wir alle uns einstellen. Und zwar diesen sehr bunten, funky Disco-Modus. Das ist auf jeden Fall doch sehr, sehr schick.
Hier nochmal ein Blick auf die Verpackung, die tatsächlich einfach nur sehr gelungen ist, in einem sehr quasi futuristischen Style gehalten. Ja, da kann man nichts sagen, aber jetzt gehen wir mal näher ans Interieur. Wir fangen mal an oben, denn hier sehen wir nicht nur das Telekom-Symbol, sondern das Ganze ist eine Klappe. Und wenn ich die Klappe jetzt öffne, dann habe ich darunter die WLAN-Daten dieses Routers. Und hier haben wir auch einen QR-Code und mit dem kann ich mich ganz einfach mit dem Router verknüpfen. Ist natürlich gut daran geraten, dass man seine Daten ändert, aber gerade zur Erstkonfiguration eine ganz tolle Sache. Und hier drunter befindet sich dann auch normalerweise das kleine Blatt, wo man auch seine Daten dann entsprechend draufschreiben kann. Sehr schön gelöst, sieht sehr hübsch aus, wie man hier einfach diese Sonderklappe hat und finde ich eine einfach sehr gelungene Geschichte. Ja, jetzt drehen wir hier den Router einfach mal rum und schauen mal, was hier hinten so passiert. Und das sieht erstmal ziemlich matt aus, aber bei genauerer Betrachtung sehen wir eine kleine Klappe, die ich hier einmal öffnen kann. Und dann habe ich hier an der Stelle ganz viele Anschlüsse. Intern ISDN, USB, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Seriennummer etc. findet ihr auch. Aber auch sehr schön, dass hier auf jeden Fall auf die Optik geachtet wurde. Also wenn ich jetzt hier letzten Endes mein Gerät einfach nur schick darstellen möchte, brauche ich nicht die Anschlüsse zur Schau stellen. So verhält sich das dann auch mit den Kabelanschlüssen. Denn jetzt drehe ich ihn mal einmal um. Hier sind die Kabel. Schön versteckt ganz hinten. Und das finde ich gar nicht mal so übel. Ist natürlich ein bisschen blöd, ein neues Kabel anzuschließen. Aber das ist ja auch nicht so Standard, sage ich jetzt mal. Ne? Kabel anschließen passiert nicht mehr so oft. Deswegen finde ich es gut, dass die so ein bisschen versteckt sind. Es wird halt wirklich Wert auf die Ästhetik, auf die Optik gelegt. Und ja, das ist das, was wir einfach hier beobachten können mit dem Gerät. Dazu gibt es die normale Bedienungsanleitung, die quasi für den SpeedPod Pro ist, und die Schnellstartanleitung, die eben uns auch die Geschichte mit dem Ambilight erklärt und den Sonderfunktionen, die letzten Endes hier mit drin sind. Das Gaming-WLAN wird hier auch nochmal erwähnt und auch die Latenzzeiten. Somit hat man sowohl für diese Special Edition eine Anleitung, auch mit sehr stylischer Aufschrift, und eben natürlich die Standardanleitung. Ja, jetzt habt ihr den Router im Grunde schon ganz ausgiebig gesehen und könnt euch jetzt auf jeden Fall schon ein Bild machen. Wir machen jetzt trotzdem natürlich, wie der Name dieses Kanals schon sagt, eine Review und fangen wie immer an mit dem Themenbereich Qualität. Und ich muss erstmal sagen, es ist alles an diesem Router ist irgendwie echt cool. Wir fangen mal an hier mit der Packung, die ich mal von innen eben hoch nach vorne hole. Schaut euch mal diese unfassbar geile Packung an. Also ich tue ja schon meine Switch- und Playstation-Packungen nicht weg, ne? Weil die einfach nur hübsch sind und man die gut präsentieren kann. Aber das hier, das ist im Grunde Unlimited Gaming, einmal als elektronischen Schriftzug, wenn man so will, in recht moderner Schreibweise. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite eine Darstellung quasi, eine etwas künstlerische Darstellung der Technik des Routers. Vielleicht ist es sogar der Chipsatz effektiv, ich habe ihn jetzt nicht auseinandergenommen. Das ist einfach die geilste Packung, die ich irgendwie je gesehen habe. Und ganz funktionell ist sie letzten Endes auch noch. Denn wenn wir dann hier einmal die Aufkleber lösen, insofern denn möglich, ich habe das hier so ein bisschen jetzt verkantet scheinbar, dann haben wir da natürlich normalerweise einen Router drin, der ist da jetzt nicht drin. Aber eben auch so ein Gehäuse, was das gut schützt. Das ist jetzt hier noch drin, das lasse ich da auch drin. Und dann haben wir als allererstes, nebst den Anleitungen, hier ein Haufen Kabel, auch sehr hübsch drapiert, wie ich finde. Und da haben wir ein Kabel, ein Link-Kabel für ein anderes Gerät, wie zum Beispiel jetzt den ISDN-Adapter, den ich vielleicht brauche. Dann habe ich natürlich ein recht schönes Netzwerkkabel einfach mit drin liegen und mein Kabel, auch extrem lang, falls ich irgendwie den Router, sagen wir mal, die Telefondose ist irgendwie am Anfang des Raums und hier ist meine Gaming-Ecke und ich möchte den gerne hierhin transportieren, dann habe ich halt hier so ein ewig langes Telefonkabel, womit ich den Router effektiv connecten kann.
jede Menge an Kabel, mega geil. Ich habe euch ja gerade auch schon gezeigt, hier dieses Ding, womit ich dann auch meine Telefone anschließen kann, wenn ich noch will, wenn ich das wirklich noch mache. Ich habe kein Telefon mehr dran, kann aber Telefonate entgegennehmen, wenn ich möchte, und zwar mit meinem Alexa-Verschnitt Hallo Magenta, wo auch letzten Endes Alexa drauf läuft. Auch ziemlich cool. Ja, und dann ist natürlich auf der untersten Ebene noch das Netzteil drin. Das kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, weil das ist logischerweise verbunden, sonst würde er nicht so hübsch leuchten. Also irgendwie eine echt innovative, recht coole Packung, wie ich finde, die sich aber echt sehen lässt und die ich auch ganz gerne halt präsentieren möchte, einfach wenn ich diesen Router besitze. Das ist also schon mal, ne, Verpackung, wissen wir auch von Apple, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Das ist cool. Ich muss ehrlich sagen, die Ambilight-Beleuchtung finde ich auch echt schick. Ich sag mal, wir bewerten später beim Anspruch nochmal tatsächlich die Qualität, aber ist auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt. Ich habe noch keinen Gaming-Router irgendwie gesehen. Ne? Dann ist es auf Simplizität ausgelegt. Es ist alles so einfach wie möglich gemacht. Der verbindet sich selber, programmiert sich selber. Ich brauche nichts mehr tun und habe dann auch noch die Möglichkeit, per QR-Code mich zu verbinden. Also das Ding ist wirklich idiotensicher. Und ich muss ehrlich sagen, nach meiner Erfahrung mit vielen Kunden, die ihren Router eingerichtet bekommen möchten, es gibt da draußen leider sehr viele Menschen, die nicht so technikaffin sind, die nicht wissen, wie sie sich auf dem Router einwählen, wie das zu machen ist. Und für die ist das halt ganz großartig. Ja, und deswegen kann ich einfach von der Qualität, auch in der Zeit der Nutzung, also ich habe es jetzt schon ein paar Tage in Nutzung, ich habe das Gerät freundlicherweise von der Telekom zu Testzwecken zur Verfügung gestellt bekommen, aber ich möchte mich nicht wirklich lösen von dem Gerät, ne, weil er eben auch alle Anforderungen entspricht. Smart Home brauchte man früher ein extra Gerät für, ist integriert. Also ich kann meine Smart Home Geräte einfach hiermit verbinden. Der hat den Zigbee-Standard, das heißt also Zigbee und Homematic, und damit lässt sich fast jedes Smart Home Gerät verbinden. Also jetzt nicht nur spezifisch, auch nicht nur die Telekom eigenen Smart Home Geräte, sondern einfach alle letzten Endes. Der Router lässt sich übrigens nicht nur mit dem Telekom-Anschluss verwenden, da ist er möglichst simpel, sage ich mal, von der Nutzung her, aber man kann ihn eben effektiv auch mit einem anderen Anschluss verwenden. Also wenn ihr Bock habt auf diese Gaming-Variante, kann man jetzt auch mit einem anderen Anschluss benutzen. Muss man sich dann eben einmal in der Konfiguration ein bisschen umsehen und vielleicht ein bisschen technisch affiner sein, was ja bei dem Gamer, der sich extra das Ding dafür holt, sicherlich gegeben ist. Ne? Ja, dann ist es so, dass das Teil Wi-Fi 6 unterstützt. Das heißt, die schnellste Art der Internetverbindung und eben auch die Möglichkeit, dass keine hohe Störanfälligkeit besteht. Ne? Also das Wi-Fi wird einfach richtig gut, wenn man auch das passende Wi-Fi 6 Gerät letzten Endes hat. Und eben natürlich alle Vorzüge, die so ein Gerät auch heutzutage haben muss. Mesh-Technologie ist verbaut. Mesh ist bei mir der große Hit geworden, denn ich hatte immer die Probleme, dass tatsächlich die kleinste Wand hier mein Internetsignal so zerstückelt hat, dass ich Twitch an den Nagel gegangen habe. Deswegen habe ich es eigentlich auf nach dem Umzug gelegt, den Twitch-Kanal zu beginnen. Falls ihr mir folgen möchtet, nach dem Umzug, roundabout September, Oktober, geht's los auf Twitch. Da heiße ich auch Review Switch, nicht Review Twitch, sondern Review Switch. Ich blende es euch mal ein. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn es dann da losgeht. Dann zocken wir mal ein bisschen zusammen. Hoffentlich mit dem Speedpod Pro Gaming Edition. Ich muss den noch irgendwie muss ich den noch behalten. ja, und da kann ich mir durchaus vorstellen, halt eben da auch mit WLAN zu arbeiten. Denn neben dem, dass er sowieso eine gute Reichweite hat und mit der Wi-Fi 6-Technologie eben auch wirklich die Internetgeschwindigkeit wenig störanfällig funktioniert, ist es halt so, dass die Mesh-Technologie noch ermöglicht, so kleine UFOs hier überall aufzustellen. Und die bilden dann wie beim Mobilfunknetz so eine Art Verbindungen, wo sie sich regelmäßig austauschen und damit auch sehr verlustfrei die Daten auch weiter entfernt übertragen. Und das klappt so hervorragend und der kann das eben auch von Haus aus. Das ist echt klasse. Also es ist halt wirklich auf dem neuesten Stand der Technologie und es läuft halt ganz rund. Ne? Dazu kommt, er hat auch einen SIM-Karten-Slot unten drunter. Das heißt, ich kann auch noch unterstützend eine SIM-Karte einstecken, damit ich dann letzten Endes nochmal Ausfallsicherheit habe. Wenn das Festnetz mal ausfällt, dann kann ich über das Mobilfunk auch noch weitermachen. Und der wechselt dann auch direkt. Ne? Alles durchgetestet, ziemlich coole Nummer auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Also technisch einwandfrei und alle Funktionen, die eben kritisch sind, wie zum Beispiel eben die Ausfallsicherheit oder eben die Übertragung per WLAN. Das funktioniert halt wirklich einwandfrei
Und das coolste Feature habe ich noch nicht erwähnt. Und zwar heißt er nicht nur Gaming Edition, weil er eben hübsch aussieht und geil leuchtet und so, sondern er hat tatsächlich eine Gaming-WLAN-Funktion. Es ist ja nichts Neues, dass Spiele in der Regel über Port 80 laufen und irgendwie freigeschaltet sein müssen. Aber das Gerät erkennt, wenn jemand eben mit einem Spieleserver verbunden ist. Und dann kann man die Gaming-WLAN-Funktion, die ist nativ eingeschaltet, kann man aber auch ausschalten, wenn man jetzt diese Funktion nicht möchte. Aber wenn sie eingeschaltet ist, dann hat man den großen Vorteil, dass die Daten, die übers Gaming laufen, bevorzugt behandelt werden. Das heißt, noch eine höhere Ausfallsicherheit als mit jedem anderen Router. Die Funktion kenne ich persönlich noch nicht. Mag sein, dass es einen Konkurrenten da draußen gibt, der das auch macht, aber das finde ich ziemlich geil, weil gerade wenn es eben darauf ankommt, die Verbindung nicht zu verlieren, ne, wenn man gerade mitten im größten Gefecht irgendwie ist, dann ist das halt eine ziemlich geile Sache. Jetzt haben wir nicht so viele Leute, die jetzt gleichzeitig hier gamen oder gleichzeitig das Internet ganz stark auslasten. So eine 100.000er Leitung ist erstmal schwer komplett zu belasten und wir haben jetzt hier drei Personen zu Hause. Das heißt, ich habe jetzt das effektiv noch nicht feststellen können, aber die Funktion ist verbaut und das ist ziemlich cool. Also Qualität ist ganz oben angesiedelt und das ist ja gerade, wenn es um Thema Preis geht, was als nächstes kommt, immer so eine Sache. Qualität für mich ganz klar 5 von 5 Sterne. Da kann man bei einem Router nichts besser machen. Mega Sache. Ja, da sind wir auch schon beim Thema Preis-Leistung angekommen. Und Preis-Leistung ist natürlich jetzt hier ein ganz empfindliches Thema, ne? Denn es sind 399 Euro, die ich einfach mal so auf den Tisch legen muss. Man kann ihn nicht mieten, im Gegensatz zum SpeedPod Pro. Den SpeedPod Pro könnt ihr auch nehmen, alternativ. Dann habt ihr eben nicht die Gaming-WLAN-Funktion, nicht die zusätzlichen Anschlüsse hinten und nicht die coole Beleuchtung. Aber sonst ist da auch alles dran und drin. Also es geht schon. Aber die Gaming Edition ist eben jetzt nur limitiert und zwar für den vollen Betrag für Cash sozusagen zu kriegen. Und da muss man schon stark abwägen, ob man das möchte oder nicht. Man muss erstmal natürlich sich fragen, brauche ich diese Optik? Bin ich halt der absolute Gaming-Enthusiast, dass ich unbedingt diesen Router brauche? Aber wenn das nur irgendwie zutrifft und ihr irgendwie Gefallen daran findet, dass oder ihr vielleicht sagt, Mensch, meine ganze Gaming-Ecke, mein ganzer Gaming-Raum sieht mega aus, aber dieser weiße Router, der da hinten rumsteht, ne, Standardmodell, was auch bei uns hinten rumsteht, das sieht nicht aus, dann ist das halt die Lösung einfach mal, ne, weil der sich halt überhaupt nicht verstecken braucht in irgendeiner Form. Das ist die eine Sache, ihr müsst mal herausfinden, wie viel Gaming-Enthusiast ihr seid und man muss sich so ein bisschen vor Augen halten, wie ist es denn, wenn ich jetzt meinen Router nicht miete oder so, sondern wirklich kaufe. Und da liege ich ja auch bei 150 bis 200 Euro für einen Router, der entsprechende Funktionen hat. Der kostet also 200 mehr, ja, okay, aber liefert dafür ja eben auch einiges aus einer Hand halt, ne? Ich persönlich finde den Preis okay, wenn auch ein bisschen gesalzen und man kann halt eben wirklich sagen, müh zu teuer für den Autonormalanwender, wenn man es eben nicht wirklich braucht. Also er wird deswegen nicht die große Runde machen, aber auf jeden Fall ein ziemliches Pro, wenn man ihn dann gerne haben möchte. Ich würde dem Ganzen vorsichtig 4 von 5 Sterne geben, weil ich den tatsächlich nicht falsch finde, den Preis, sondern einfach nur ein bisschen nach den Sternen greifend. Aber kann man mit so einem schicken Ding auch mal tun, finde ich. Jetzt kommt der Themenbereich Erlebnis. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein Erlebnis, das Ding, ne? Einfach schon optisch. Also bin ja nicht so derjenige, der sich immer in der Optik irgendwie aufhalten muss. Aber das macht halt echt was her. Muss ich einfach nahtlos eingestehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mir nur überlegen, ob ich nicht unbekannt verziehe oder ein unmoralisches Angebot an die Telekom mache, dass ich das Schätzchen behalten kann, weil es ja schon ein bisschen geil ist halt. Ne? Und ein Erlebnis ist halt eben auch, dass alles so leicht funktioniert, wie die Werbung es verspricht sozusagen. Ne? Ich habe ihn wirklich nur eingesteckt, habe ihn lustig blinken lassen, bin irgendwie, was weiß ich, Toilette, Kaffee, irgendwas gemacht. In der Zwischenzeit kam wieder alles schick, habe hier mein Handy genommen, einmal gescannt, zack, bumm, verbunden, war im Menü und so weiter. Mega Ding. Und
das ist halt eben schon, also ich kann das nur darauf zurückführen, dass ich mal im technischen Kundenservice war und eben viele Kunden hatte, die eben mit dem Wunsch einer Konfiguration zu mir kamen. Und ich sag mal, das, was Apple im Endgerätebereich für Smartphones, Computer und so weiter ist, was die Einfachheit betrifft, ist halt eben dieser Router wirklich in Bezug auf die Routerwelt, auf die Internet-Konnektivitätswelt. Und das ist ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Es war ein ziemliches Aha-Erlebnis, ein Wow-Erlebnis und das habe ich eigentlich wirklich nur beim iPhone oder so. Oder was weiß ich, bei der PlayStation 5 oder ähnliches. Aber eben, ich hatte sowas noch nicht beim Router und das muss man einfach mal, das war wirklich was Besonderes, den hier irgendwie zu starten und sich anzuschauen. Da kann ich tatsächlich 5 von 5 Sterne geben und ich glaube, Erlebnis hat man wahrscheinlich nicht bei einer technischen Bewertung. Müssen wir die ganzen technischen YouTuber mal fragen, wahrscheinlich eher weniger, aber hier ist es ein Erlebnis, das ist auf jeden Fall so. Ja, der Anspruch, das, was wahrscheinlich technisch am wichtigsten ist. Und ich hatte es ja schon vorausgeschickt, die technischen Funktionalitäten sind zu gebrauchen und ich sag mal durch Wi-Fi 6, durch die Gaming-Inklusion und ja, eben dadurch, dass auch der SIM-Karten-Slot vorhanden ist, ich ISDN-Geräte erweitern kann, also egal, ob es zurück in die Vergangenheit geht und ich noch ISDN benutzen möchte oder es vor in die Zukunft geht und ich eine Ausfallsicherheit letzten Endes haben will, auch beim Gamen oder ähnliches. Ich habe hier im Grunde alle Eventualitäten bedacht und das ist ziemlich gut. Also er geht mit einem hohen Anspruch ran, liefert extrem viele Dinge, die wahrscheinlich auch ungefragt sind. Und da muss ich echt sagen, das habe ich einfach nicht erwartet bei dem Router. Ich habe aber generell kein Gaming-Modell erwartet. Was noch zu erwähnen ist, neben der Gaming-WLAN-Funktionalität hat er auch noch einen integrierten Ping-Test. Das heißt, ihr könnt schlicht und einfach in das Router-Menü gehen und könnt den Ping-Test durchführen. Das finde ich auch ziemlich gut. Das kennen wir schon von AVM, die haben auch solche Netzwerktechnologien. Sicherlich dahingehend auch vielleicht ein bisschen abgeguckt, aber trotzdem, es wurde wirklich der Fokus gesetzt, wurde sich überlegt, was braucht der Gamer an der Stelle. Und Ping-Test, Daten werden bevorzugt und LEDs. Sehe ich auch so, braucht der Gamer. Also auch anspruchsmäßig passt hier wirklich alles. Was man vielleicht noch sagen kann, Verarbeitung. Das ist halt, ihr hört es vielleicht, Plastik. Es ist halt Plastik in Plastik, aber guckt euch bitte die PlayStation 5 an. Da sieht es genauso aus. Und bei der Switch von Nintendo sieht es auch nicht besser aus. Also es ist halt wahrscheinlich immer noch das, was den Wert des Gerätes beim Verkauf nochmal so drastisch steigern würde, dass wir vielleicht von irgendwie 50 bis 100 Euro Unterschied sprechen, wenn wir das jetzt eben nicht aus Plastik machen. Aber sagen wir mal, Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich, er steht irgendwo in der Ecke rum und macht seinen Job. Und dann ist gut. Also weiß ich nicht, ob das dann irgendwie anders sein muss. Ne? Selbst unsere Dyson Hot and Cool Purifier Ventilatoren, auch die sind sehr hochpreisig und sind Plastik in Plastik halt so. Das, ja, ich glaube, das ist einfach so eine Industriegeschichte, wo ich gerne von weg würde, der Nachhaltigkeit wegen, aber das ist erstmal scheinbar noch nicht irgendwie, dass es in die Richtung wirklich gehen würde. Ja, muss man sich erstmal mit abfinden, dass den Anspruch können wir vielleicht an der Stelle nicht erfüllen, aber ansonsten eine ziemlich coole Sache. Von daher von mir an der Stelle 5 von 5 Sterne. Der Nachhaltigkeitsfaktor müsste ich vielleicht dafür abziehen, aber gemessen objektiv betrachtet, gemessen auf die Industrie kann ich das nicht machen, denn andere machen das auch nicht unbedingt besser. Im Übrigen auch mal ein kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr sagt, okay, Nachhaltigkeit ist mir auch bei Technik wichtig, da kann ich euch den neuen Speedport Smart empfehlen. Der ist nämlich tatsächlich zu 90% abbaubar, also komplett ökologisch gestaltet. Das heißt, die Verpackung ist zum Beispiel komplett wiederverwertbar. Ich habe da einen Kollegen, der hat tatsächlich da mal Kresse einfach drin wachsen lassen in der Verpackung und auch mit der Verpackungsteilen aus dem Mixer quasi als Erde. Das klappt hervorragend. Und der Router selber besteht eben auch aus sehr viel abbaubarem Material, sodass der wirklich auf 90% Nachhaltigkeit kommt. Finde ich auch mega und ist auch eines unserer neuesten Modelle nebst dem Speedport Pro. Kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, wenn man da vielleicht da Wert drauf legt.
Aber gut, das war es an der Stelle zum Thema Anspruch. Und dann sind wir beim Thema Spaß. Und den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil beim Gaming geht es um Spaß haben und sich entspannen vor allen Dingen. Und auch die Werte vertritt der Router komplett letzten Endes. Ne? Wir haben eine hohe Reichweite der Verbindung. Wir haben eine geringe Störanfälligkeit. Wir haben ein Failsafe mit einer SIM-Karte. Wir haben schnelle, gute Verbindungen. Er sieht schick aus. Er nervt nicht in irgendeiner Form. Wir haben halt erstmal was mit einem Router, sag ich mal, wenn man mit einem Router Spaß haben kann, mit dem kann man Spaß haben. Aber dann kommen wir auch zum Gaming-Faktor eben. Da werden wir nicht gestört. Im Gegenteil, wir werden gefeatured. In dem Tech-Bunker-Interview, da wurde die Frage an mich gestellt, wie das denn ist, ob man denn Gaming per WLAN empfehlen kann. Und das ist eine ziemlich fiese Frage, wie ich finde. Denn eigentlich muss man da als Techniker und als Gamer drauf sagen, ne, auf keinen Fall. Ist aber Quatsch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ihn jetzt ein paar Tage im Test, ne? Und es ist nicht viel langsamer als die LAN-Verbindung und ich habe auch keine Störanfälligkeit bemerkt. Gut, jetzt habe ich hier noch die Mesh-Technologie zusätzlich, aber nichtsdestotrotz lief das extrem gut. Ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, damit eben dann auch anzutreten. Vielleicht ist das jetzt auch noch die beste Leistung, das wird sicherlich noch verbessert, aber hier merkt man wirklich auch einfach den technischen Sprung nach vorne, dass WLAN gar nicht mehr auf der Ebene ist, wie es ursprünglich zu bewerten war und dass vielleicht wirklich mal irgendwann das Kabel so ein bisschen abgelöst werden kann. Ne? Aber Kabelmöglichkeiten bietet der Router ja letzten Endes genauso und von daher kann man damit auf jeden Fall Spaß haben. Und wir hatten zuletzt eben, ich weiß nicht, ob ihr das, da ich ja auch zu Anfang gesagt habe, weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, dass das hier das zweite Telekom-Video ist oder streng genommen sogar das dritte, weil ich noch einen zweiten Teil gedreht habe. Wir hatten nämlich schon mal einmal ein Video gehabt zum Thema Magenta Gaming und das ist ja die Cloud Gaming Software der Deutschen Telekom, wo ich mir einfach die Software installiere und dann quasi übers Internet Spiele spiele, die auch darüber bereitgestellt werden, gegen einen monatlichen Festpreis. Und da hat die Telekom echt gut abgeschnitten. Also ich habe dort in dem Video das mit den gängigen Konkurrenten verglichen zu der Zeit. Und falls ihr es nicht gesehen habt, schaut doch auf jeden Fall mal rein. Ich blende es euch einmal da oben ein. Und da könnt ihr mal reinschauen, da gab es auch ein Follow-up-Video, wo ich dann nochmal nach einem Langzeittest so ein bisschen das Ganze bewertet habe. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und da war aber tatsächlich bei mir auch das Problem, dass ich eine LAN-Verkabelung nicht machen konnte, weil das Zimmer ganz da hinten ist. Mesh gab es zu der Zeit noch nicht und die Reichweite war zu gering, um das wirklich gut genießen zu können letzten Endes. Es hat für das Video gut gereicht, aber das war da ein bisschen hakelig schwierig und das hatte ich noch so zum Diskurs gestellt. Ob man da die Leute mit abholt, wenn das Netz nicht so gut ist. Das Teil bietet alles an Netz, was ihr euch wünschen könnt. Und wenn das alles mit Kabel und so nicht so toll funktioniert, dann steckt halt die SIM-Karte rein und nutzt noch LTE. Ne? Und deswegen habe ich den Bereich Spaß auch jetzt hier mit aufgenommen, denn ja, ich kann mit dem Ding Spaß haben und zwar ziemlich viel und mit so wenig Problemen wie möglich. Von daher auch 5 von 5 Sternen, ohne Umwege. Ja, und dann können wir uns jetzt mal die Gesamtbewertung anschauen, die ja nicht gerade schlecht ausfallen sollte. Ja, hollalü. Das waren ganz schön viele 5-Sterne-Bewertungen, nur eine 4-Sterne-Bewertung. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich selber schnell zusammenrechnen. Die Gesamtbewertung liegt bei 4,8 Sternen und damit sind wir bei 5 von 5 Sternen für diesen Router. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Denn als ich das erste Mal gehört habe, es gibt einen Gaming-Router, also einen Router fürs Gaming. Da habe ich das erste Mal gelacht, weil ich dachte, was soll das sein? Und dann habe ich gehört, er ist limited. Und dachte ich, okay, das ist ein bisschen seltsam. Und das zweite Mal lachen musste ich dann schließlich, als ich dann gehört habe, man muss den kaufen für 400 Euro. Und ich dachte so, was soll er können, bitte? Kann immer noch nicht, wie die PlayStation es auch können sollte, Kaffee kochen. Sieht zumindest so aus, ob sie Kaffee kochen könnte, die PlayStation 5.
macht sie nicht. Habe ich probiert. Kann er übrigens auch nicht. Habe ich ein paar Mal gelacht und dachte mir, so ein Schmarrn. Und dann musste ich mich ja damit beschäftigen. Zum einen für diese Review, zum anderen natürlich auch für den Techbunker. Da ich da quasi als Experte fungierte, sowohl fürs Gaming wie natürlich auch für die Technikseite. Und ich bin eben auch innerlich eben zu dieser Bewertung gekommen, dass es einfach ein wirklich geiles Teil ist, was ich durchaus gerne auch hier stehen haben lassen möchte. Von daher absolut eine Kaufempfehlung an dieser Stelle. Ja, jetzt weiß ich, das hier war ein bisschen komisch, weil wir sprechen normalerweise nicht über Technik. Ich hingegen habe mich gefreut, dass ich mal wieder in Kooperation mit der Deutschen Telekom bin. Zwar jetzt nicht explizit für den Review-Switch-Kanal, aber wir haben ja auch unseren Vorzug daraus gezogen, dass wir uns das Ding mal angucken konnten. Wenn ihr Interesse daran habt, kann ich euch nur raten, entweder zum Handy greifen, Hotline anrufen oder vielleicht einfach mal in den Telekom-Shop gehen. Auch falls es inzidenzmäßig ein bisschen schwierig ist, gibt es da auf jeden Fall auch Termine, die man buchen kann. Und dann hat man so einen Laden einfach mal für sich alleine. Ist auch geil, ne? Und die volle Aufmerksamkeit von mindestens einem Berater, aber sicherlich vielleicht auch manchmal mehr. Und im Endeffekt habt dann einfach mal auch Zeit, ein bisschen euch das anzuschauen. Also von daher, wenn ihr Interesse habt, nutzt bitte die Shops, die Kollegen freuen sich, wenn dann eben die Expertise genutzt werden kann. Und eben auch die Zeit, die man einfach hat. Ich habe selber im Telekom-Shop gearbeitet und wenn es da ein- und ausgeht, dann hat man leider, möchte man sich immer viel Zeit für den Kunden nehmen, aber man kann es oft nicht. Und das ist jetzt in dieser Zeit ein bisschen leichter, sage ich jetzt mal. Aber so oder so, eine gute Sache, dann kann man sich das Ganze mal anschauen und sich überlegen, wie man es letzten Endes macht. Wenn ihr euch diesen Kanal angeschaut habt und feststellt, der ist ja voll gut, dann wäre es natürlich richtig gut, wenn ihr einmal abonnieren würdet. Eine Abo-Farbe habe ich hier leider nicht, die leuchtet nur zwischenzeitlich mal auf, das ist hier die rote Lampe. wenn ihr das machen würdet, würde ich mich freuen, dann seid ihr Teil der Community, wir können uns öfter mal austauschen über dies und das. Ihr seht, ich bin immer wieder für eine Überraschung gut. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen bei Instagram. Denn da seht ihr auch schon so einiges an Fotos und an Videos, an kleinen Aufbau von Lego-Sets, die es vielleicht auch gar nicht mal ins Video schaffen. Und da können wir auch direkt Kontakt halten. Würde ich mich auch freuen. Ich blende es euch einmal ein. Instagram.de/ReviewSwitch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr ja schon, Daumen nach oben, das wäre eine super Sache, weil dann sehen auch alle Leute, die an dem Thema interessiert sind, dass es dieses Video gibt und dass es cool ist. Und die holen wir dann auch mit an Bord, die können das auch schauen, denn ohne Daumen nach oben, ohne Kommentar auch, kommt das Video meistens nicht so weit rum und damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch die anderen interessierten Leute. Wie gesagt, ich finde es ganz cool, mal so ein bisschen Technik zu machen. Ich habe prinzipiell auch irgendwie Lust, durchaus Technik öfter mal in die Videos mit reinzubringen. Ich hatte euch ja schon gesagt, wir ziehen demnächst um und dann werde ich den YouTube-Raum quasi neu aufbauen. Und da werde ich auf jeden Fall neben dem, dass ich euch quasi die Roomtour auf diese Art und Weise präsentiere, werde ich auf jeden Fall dann auch mal zeigen, wie quasi mein Setup funktioniert. Da ich immer wieder Fragen bekomme, wie zum Beispiel, wie kann ich denn jetzt die Switch capturen? Und wenn ich jetzt so ein Setup haben möchte, wie mache ich das? Und da die Fragen immer wieder gestellt werden, sind die Videos vielleicht von Interesse. Es wird hier kein Tech-Kanal werden, da gibt es andere, viel, viel bessere. Und ich möchte gerne bei den Freizeitangelegenheiten bleiben. Aber so ein bisschen kann man es ja dazwischen streuen und es hat ja auch mal was mit Gaming zu tun und das ist ja unser Hauptthema hier und da kann man das auf jeden Fall mal machen. Ja, es gab schon eine Menge Videos, das heißt, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, dann könnt ihr einfach mal schauen. Hier so um mich rum, da sind auch so ein paar andere Vorschläge. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal reinschaut bei den Kollegen vom Techbunker. Da gibt es auch eine ganze Menge zu sehen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, macht's gut, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.